Moin moin meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zur neuen Episode. Wir haben die letzten Partien im Jahre 2023. Es sind aber noch einige Partien. Okay, es sind noch viele Partien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, das dauert noch ein bisschen. Also klar, es sind die letzten Partien, aber ist noch viel zu tun auf jeden Fall. So, okay, wir müssen auf jeden Fall einiges hier ändern. Für Robertson kommt Elliot links, für Diaz Nunez, dann kann man hier mal Gakpo reintun. Der kann das ja auch. Osten, Blick auf die Süd. Ja, ist doch auf jeden Fall eine ordentliche Position. Gut. Ja. Sobald können wir eh wieder ein bisschen mehr rotieren, wenn wir gegen Servette spielen. Servette, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. So, let's go. Gegen Roberto De Zerbi. Ein richtig guter Trainer aus Italien. 7% Ballbesitz. Ich hoffe, das bleibt bis zum Ende so. Hattet ihr eigentlich schon mal eine Partie, wo der Gegner 10% Ballbesitz hatte oder wirklich weniger als 10%? Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Ich meine, selbst wenn jetzt im Pokal, keine Ahnung, Bayern gegen einen Fünftligisten spielt, ist das nicht so. Aber hattet ihr das schon mal? Und Salah direkt. Erster Schuss, erster Treffer mit rechts. 1-0. Sehr gut von Elliot gemacht. Salah, Gakpo. Groß mit einem Fehler. 80%, ja, 80%, klar. Das kennt man, ne? Da wüsste ich gerne mal, ob jemand wirklich so 90 oder 91% hatte. Würde ich witzig finden. City spielt gegen Arsenal, das ist cool. Schon unentschieden würde ich feiern. Auf jeden Fall. Thiago Darwin, abseits, abseits. Klares Abseits. Und auch hier nochmal kurz die Info, ne? Wer möchte, kann gerne 2 FM Keys gewinnen oder am GIF über die teilnehmen. Ich werde 2 FM Keys verlosen am 6.11. im Stream um 20 Uhr. Für alle YouTube-Zuschauer wird unten in den Kommentaren die Info angepinnt, wie ihr mitmachen könnt. Einfach noch kurz nach unten scrollen, dann seht ihr das. Und für alle, die gerade bei Twitch live sind, einfach Ausrufezeichen Key in den Chat. Dann habt ihr die Info, die jetzt gerade im Chat drin steht. Salah Ei. Direkt genommen. Darwin. Wie gesagt, es werden 2 verlost. Allerdings PC-Keys. Also nicht für die Konsole, sondern für den PC. Sehr gut, Van Dijk. Schoboschlei. Interessanter Kopfball. Den so mit dem Hinterkopf zu nehmen, muss man auch erstmal schaffen. City führt 1-0 gegen Arsenal. Eigentlich ist ganz gut, weil dadurch müssten wir eigentlich Erster sein. Oder? Well, nein, City ist jetzt, glaube ich, Erster. Ne? Und Arsenal Dritter. So schnell geht's. Schon eine interessante Dreierkonstellation da vorne, ne? So. Mate für Konaté. Ich finde gerade wirklich, sieht man so ein bisschen eher die Abwehrspieler. Stärken. Ach stimmt, Endo spielt ein DM. Nee, dann nicht. Dann würde ich mal sagen, Arnold für Schoboschlei, der heute eher unsichtbar war. Macht aber nichts. Servus Alasto, einen wunderschönen guten Abend. Gakpo kommt hier rein. Er nimmt als Spielmacher und Tsimikas links im Mittelfeld. Ich hoffe, dir geht's gut, Alasto. Dankeschön übrigens für deinen Follow vor 3 Tagen. City führt schon 2-0. Okay, wir sind doch Erster. Sehr cool. Darwin. 2-0. Sehr wichtig. Wir haben sogar mittlerweile eine bessere Tordifferenz als City. Also haben da schon gut aufgeholt. Leider abseits, okay.
Und auch besser als Arsenal. Okay, Newcastle ist am besten, aber ansonsten haben wir uns da gut etabliert. Ja, dann hast du Janni auf jeden Fall eine gute Auswahl irgendwann, ne? Ach, ich freue mich so. Ich meine, es sind noch knapp 5 Wochen, ne? Bis dahin, bis zum Start. Moin Jerry, Hallöchen. Dir natürlich auch, Dankeschön für den Follow. Der Jerry zum Beispiel macht mit beim Gewinnspiel. Mach auch du mit. Auch wenn du das Spiel schon hast, mach mit. Nein, Spaß. Ein super wichtiger Sieg. So ein knappes 1-0 tut auch mal gut. Wenn man damit sogar jetzt Erster ist, umso besser. Und auch ungeschlagen und ein Spiel weniger. So, jetzt wird wieder schön rotiert. Adrian, dann Elliot rechts, Mikas links. Endo. Komm, es geht dahin. Gakpo kann auch hier spielen. Er kann eigentlich auch Endo in der Innenverteidigung spielen für Van Dijk. Graben, wer spielt hier? Zack. Elliot, Gakpo, Nunez, der Stammspieler, also gehst du auch raus. Ne, der ist nicht Stammspieler, also bleibst du drin. Und Jota, würde ich mal sagen, vorne. Oder? Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Alles läuft super, ne? In der Liga sind wir Erster, wie gesagt, punktgleich mit dem Zweiten, mit City. Haben aber ein Spiel weniger. Jetzt spielen wir das letzte Gruppenspiel in der Europa League. Wir sind da auch schon sicher Erster. Im Ligapokal sind wir auch noch weiter. FA Cup haben wir, glaube ich, noch gar nicht mitgemacht. Alle gut. Erst ein Spiel verloren und wir haben gerade den 12. Dezember. Kann man nicht, sich nicht beklagen. Ja, so kann man gut auf jeden Fall auflaufen. Soll ich Connor Bradley vielleicht spielen lassen? Nee. Ja, ich schau mal gleich, Jani. Let's go. Ich habe keine Nachricht von dir, Jani. Auf Twitch? Tsimikas? Gakpo. Sehr gut. Ach, Twitter, okay. Ich schau mal gleich, ja. Aberkannt, Mann. Jo, hab's gesehen, Janni. Ich sammle gerade und werde dann später mal eine Liste machen. Eckball für die Schweizer Gäste. Sehr gut, Elliot. 80% Ballbesitz. Aber relativ wenig, was wir hier draus machen. Ne? Ja, wir können wirklich mal hier auf den Rat hören unserer Co-Trainer und mal weiter aufrücken. Passiert echt wenig, ne? Aber klar, ist eine sehr zusammengewürfelte Mannschaft. Ja, aber natürlich immer noch auf einem hohen Niveau ist, ist ja klar. HW. Haben wir schön auf Havertz, das war glaube ich abseits, oder? Ja, ja, genau.
So. Nicht gerade gut gespielt, aber habe ich kein so großes Problem mit. Und mal Martip für. Wer war denn gerade von den Abwehrspielern jetzt platt? Ah, egal. Wer geht links ins Mittelfeld? Ja, mal Szoboszlai. Ich glaube, Gomez war der, ne? Ja, genau. Das sind Konditionen in Anführungsstrichen nur noch ordentlich, wa? Ja, die belgische Liga ist allgemein sehr gut. Ne? Ich finde auch, die Top-Teams sind allesamt. Also es gibt viele Vereine auf einem sehr, sehr guten Niveau. Nein, Matip, an die Latte. Grafen wäre 7,2, sehr gut. So, mehr werde ich nicht wechseln. Der Rest muss durchspielen. Renn kommt noch auf einen Punkt ran, eventuell. Also Belgien ist schon sehr, sehr interessant, muss man sagen, ja. Jota? Ah. Gutes Tackling von Martip. Ich habe das Gefühl, wir gewinnen das Spiel noch irgendwie. Irgendwie wird hier noch ein Tor fallen. Tsimikas war gerade auch sehr nah dran. Ich habe jetzt mal eine offensive Grundausrichtung gewählt. Na, wieder Tsimikas. Ich glaube, du kannst ja nach Nationalität machen, ne? Wobei, gut, dann müsstest du jede Nationalität wählen. Ja, so ein typisches 0 zu 0 in dem Spiel, wo es um nichts mehr geht mit einer B11. Ist okay, keiner verletzt. Wie gesagt, das war das Wichtigste. Ja, stimmt, Nunez ist schon sehr schlecht drauf, ne? So, Robertson links, Matip, nee, Matip nicht. Rechts, Van Dijk, Salah. So, jetzt will ich mal kurz die Spieler scouten, die mir vorgeschlagen haben. Wer war das nochmal? Unter einem Rotri? Was ist denn Rodri? Okay, mal kurz zur City. Da, Rodri. Steht nicht zum Verkauf, ja gut. Dann versuche ich es gar nicht erst. Wen gab es denn da noch? Wen habt ihr mir noch vorgeschlagen? Einfach schon alles vergessen. Manu Kone, scout ich trotzdem mal. Geht ja sogar. Valverde, genau, ja. Dankeschön. Valverde. Federico. Ja, okay, bei dem Marktwert versuchst du es gar nicht erst. So, Kimmich. Nicht komisch. Kimmich. Oh krass, das wäre sogar bezahlbar. Ich glaube, ich hole mir Kimmich. Ich glaube, ich hole mir Kimmich.
Why not? Der wäre schon krass. Savage? Wer ist denn mit Vornamen? Weil ich weiß gerade nicht, wen du meinst. Frankie de Jong, ja. Moin, Arctos. De Jong. Der Frankie. Auch ein guter Preis. Savic. Ach, Milinkovic-Savic, okay. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, genau, Lazio war der. Jahrelang. Das lasse ich mir erstmal scouten. Bei Milinkovic-Savic sieht man ja, da fehlen da ein paar Infos. Und die Scouts zeigen ja auch immer in etwa, wie viel die Vereine so wollen. Dankeschön für dein Follow. Buscape 32, Dankeschön. Jetzt geht raus. Dankeschön. Okay, wir haben noch 3,5 Stunden. Ich glaube, ich werde wirklich später hier gegen Arsenal auch mit B11 spielen. Das ist mir so egal, der Wettbewerb. Wir sind schon im Viertelfinale, da kann man ruhig mal rausfliegen. Ja. Auf zum nächsten Sieg hoffentlich. City hat schon vorgelegt. Arsenal glaube ich auch schon, aber nur unentschieden. Oder? Der hat doch, glaube ich, ein Unentschieden gespielt, ne? Arnold schon auf Salah. Ei. Das war kein Abseits, krass. Mateta? Echt? Stimmt, dieser Crystal Palace. Newcastle führt. Boah, jetzt auch Newcastle da oben. Also wirklich ein Viererkampf aktuell um die Meisterschaft. Aber schon ganz geil. Bisschen anders als jetzt in Deutschland. Also auch im FM. Gesehen. Ich meine jetzt nicht nur in echt. Diaz, guter Ball auf Salah. Setzt sich krass, krass durch. Aber leider kann der Keeper gut parieren. Aber nicht gegen den Kopfball von Van Dijk. Da hat er keine Chance. Keine Schnittchen. Wobei ich finde, dass die Keeper hier häufig ein bisschen, sag ich mal so, unglücklich aussehen. Wisst ihr, was ich meine? Selbst Manu ist da oben dabei, also wirklich. Es, die Top 7 der Liga sind wirklich hier die Top 7. Das mit Abstand. Deutlich, auch was Tordifferenz alles angeht. Bisschen komisch. Dass kein anderer jetzt irgendwie es schafft, zumindest Siebter zu sein. Salah 2-0. Ich meine, selbst der Fünfte hat 37 Punkte nach 17 Spielen. Chelsea ist Siebter mit 31, aber hat ein Spiel weniger, also kann auch auf 34. Ich meine, wenn Chelsea gewinnt, haben wir wirklich nur 7 Punkte auf Platz 7. Und das, obwohl wir 40 Punkte haben nach 16 Partien. Na, schießt du, Gomez? Ja, Abschluss 2, aber... Ja, doch, war im Strafraum, ne? Hätte nicht gedacht, dass er reingeht. Die sind hier auf Rang 13, ja, stimmt. Ach, Gakpo spielt wieder als Spielmacher. Ja, soll er weiter. Macht's ja anscheinend nicht so schlecht. Why not? Das heißt, ja gut, er ist eigentlich nicht vorhanden, bei 6,6. Ich habe den auch wirklich noch kein einziges Mal am Ball gesehen, gefühlt. Also irgendwie ist allgemein der Spielmacher bei uns, zumindest hier in Liverpool, ein bisschen außen vor, ne, mit allem.
Schöner Freistoß, Gravenberch. Kam gratis rein. 4-0. Na komm, McAllister für Van Dijk. Jean-Philippe Mateta. Schön durchgesetzt, schlecht verteidigt. Da bleiben wir mal wieder. Nicht mit einer weißen Weste hier. Egal, Hauptsache gewonnen. Erneut. Also wir haben schon eine krasse Siegesserie wieder. Da war damit zuletzt nicht gewonnen. Liga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 6 Siege, davor unentschieden. Gegen Man City. Und das Krasse an unserer Mannschaft ist wirklich, es trifft mehr oder weniger jeder, ne? Klar. Da sind die besten Torjäger. Die ersten Salah, aber ansonsten. Darf ihr 10 Tore durch die Innenverteidiger. Matip auch. Also 12 Tore haben unsere 4 Innenverteidiger geschossen. Ja, schon krass. Also und gegen Arsenal, wie ich bereits gesagt habe, gibt es eine B11. Ja gut, Arnold wird hier rausgehen. Was war hier? Ja, klar, komm. Ja, hier ist das ein bisschen anders mit den Standardsituationen. Ja, nee, wirst du dann sehen, wenn es soweit ist. Du kriegst praktisch so 5 Fragen und dann musst du da immer aus drei Antwortmöglichkeiten auswählen, wie du genau das haben möchtest. Und ich habe es halt wie immer gemacht. Kurzer Pfosten. Weg vom Tor. Und am kurzen Pfosten soll jemand stehen. Funktioniert halt immer. Auch an diesem Teil. Ach, Schlüsselspieler? Ja, eigentlich schon, ne? Würden ja schon zumindest vor Matip sehen, also. Somit auch Stammspieler. Ja, es gibt auch mittlerweile neue Mitarbeiter, und zwar den Standardtrainer. Wir haben zwar keinen, aber. Es gibt ihn. Auch wenn sie es nicht sehen, es gibt ihn. Er ist vorhanden. Naja, bei mir auch. Immer. Mein Mitarbeiterstab muss voll sein, immer. Anders geht's nicht. Ja, tu mir mal Tsimikas hier. In die Innenverteidigung als Halbraumverteidiger. Sollte er auch können. Gut. Los geht's. Kann man eigentlich entspannen bei der Partie. Egal was passiert, ich bin zufrieden. Rückraum wird nicht gedeckt. Ich bin zufrieden. Ah, Gabriel Jesus war wohl im. Ja, gut. Er hat den Keeper behindert, aber sagen wir mal ehrlich, selbst wenn er nicht da gewesen wäre, hätte Adrian den Ball mitnichten gehalten. Also
Niemals. Aber ja, klar, er wurde behindert. Jorginho, sehr gut, Adrian. Der hat schon mal viel zu tun. Wir haben weniger Ballbesitz. Das geht. Ja, ich glaube, Arsenal nimmt das Ganze ein bisschen ernster als wir. Schöner Abschluss. Moin FCSP. Ja, kann man auch machen. Es gibt da keine negativen Auswirkungen. Also wenn du jetzt schon einen Save startest, kannst du komplett durchmachen. Wenn die Vollversion da ist, gibt es ein Update bei Steam und dann machst du einfach weiter. Gibt da keinen Unterschied. Du wirst es nicht mal merken, dass die Vollversion praktisch raus ist. Außer dass unten links halt nicht mehr drin steht, dass es eine Beta-Version ist. Okay, dass wir so schlecht spielen, ja, wollte ich jetzt auch nicht. Fünf Save, den alle Langzeit, okay. Na, zum Glück kannst du ja deinen Save in den 25er dann mitnehmen, ne? Dann kannst du auf jeden Fall fünf Langzeit-Saves auf jeden Fall durchzocken. Durchzocken. Ach, kommt, Leute. Also man muss es nicht so schlecht machen, ne? Ich mache nur Kommentare, scheiß drauf. Hauptsache, wir sind da gleich raus aus dem Wettbewerb und fertig. Es sind halt einfach zu viele Spiele. Man muss auch ein bisschen schon. Ist einfach so. Oh Leute, was macht ihr hier? Sie haben wirklich keinen Bock drauf. Aber man muss auch sagen, Arsenal ist sehr effektiv. Klar, die sind besser, aber 4-0? So, es gibt zwei positive Sachen. Erstens, Spiel vorbei. Zweitens, wir sind nicht mehr dabei. Also sparen wir uns noch zwei Spiele. Bei den möglichen Halbfinale und Finale. Ne? So, zurückrotieren. Moral zwar ein bisschen jetzt schlechter geworden, aber die sollen doch nicht mal heulen. Genau. Ja, Gravenberg wird wahrscheinlich nicht spielen können. Mal gucken. Wer stattdessen dann von Anfang an auf der Position spielen wird, gibt er genügend Optionen.
Ja, sorry, 158 Millionen Euro Transferbudget, also reicht auf jeden Fall für die Spieler. Bradley werde ich mal versuchen zu verkaufen. Ich mache mal nur 10 Millionen. Ich meine, auch das ist ja viel zu viel für ihn. Aber vielleicht zahlt es jemand aus England, wer weiß. Ich meine, es ist England. Ach nö, der Wein kann spielen. Soll er auch ruhig. Jetzt will ich mal ein bisschen. Warum bist du immer noch unzufrieden? Du hast doch schon einen neuen Vertrag. Vor dir liegen. Musst du nur annehmen, dann alles gut. Ibrahima. So, vor entscheidenden Spielen mache ich das ja gerne. Normalerweise vor jeder Partie, aber das wird ein bisschen zu langweilig jetzt oder nervig jetzt, ne? Moin, Mike. Sehr gut, sehr gut. Gute, sinnvolle Änderungen, vor allen Dingen die überarbeitete Engine gefällt mir. Die 3D-Engine finde ich super. Bislang nur positive. Also jetzt nichts, wie auch in den letzten Jahren immer, wo ich mir denke, ja, die Änderung hätte es jetzt nicht gebraucht. Nö. Ja, nee, das kannst du machen. Auch wie im letzten Multiplayer kannst du machen. Bei Mitarbeitern könnt ihr machen, wie was, wo ihr wollt.